Das Grand Resort Bad Ragaz ist die beeindruckende Kulisse für die Swiss Seniors Open. Bereits zum 19. Mal ist die Tour in der Region Heidiland zu Gast. Kein Turnier gibt es länger und nirgendwo fahren die Profis lieber hin. Die imposante Quellgrotte speist das älteste Thermalbad Europas und schafft die besondere Wohlfühlatmosphäre in den luxuriösen Hotels. Ein großartiges Erlebnis für die eingeladenen Spieler. Das ist 5 Stern plus. I mean, alles, was man will, kriegt man in diesem Hotel. Und wir sind sehr, sehr verwöhnt. Nicht nur die Hotels selber, aber hier auf dem Golfplatz ist man einfach hervorragend. Heute Abend auch diese Players Party. Es ist wirklich, wirklich gut. Am Finaltag sorgte André Bossart bei seinem Heimspiel für den ersten Paukenschlag. Er spielte nach eigener Aussage die beste Runde seiner Karriere. Mit einer 9 unter Par-Runde stellte er den Platzrekord ein und schob sich noch weit nach oben auf dem Leaderboard. Ein versöhnliches Ende für den Publikumsliebling und seine Tochter Nina. In Führung nach 2 Runden der Österreicher Gordon Manson. Er hatte 2 Schläge Vorsprung. Ich fühle mich sehr wohl hier, die Spieler fühlen sich sehr wohl. Die Leute schauen wirklich auf uns. Tolle Stimmung, wie man sieht, viele Zuseher, super Atmosphäre. Ich könnte nicht stolzer sein, hier zum Gewinnen. Aber zunächst spielten andere groß auf, wie Peter Fowler. Der Australier hatte die letzten beiden Turniere gewonnen und lief auch in Bad Ragaz heiß. Aber an den letzten Löchern ließ er dann doch noch einige Schläge liegen. Was auf dem wunderschönen Parklandkurs auch für den Franzosen François Lamar galt. Die Entscheidung musste bei Temperaturen von 37 Grad im Schatten in der letzten Gruppe des Tages fallen, mit Phil Golding, der mächtig Druck auf den Führenden machte. Mit einem Igel auf der 16 verschaffte sich Gordon Manson dann ordentlich Luft. Sein Schlag ins 18. Grün und die Gewissheit, das war's. Das finale Birdie von Philip Golding kam zu spät. Der Engländer allerdings mit seinem besten Ergebnis in diesem Jahr. Das Resort ist wunderschön. Das Essen, die Leute, die Umgebung, eine einzigartige Woche für uns. Wir lieben es. Gordon Manson, der gebürtige Schotte aus St. Andrews, der seit über 30 Jahren in Kärnten lebt, holt sich nach 5 Jahren auf der Tour endlich seinen ersten Sieg. Ich habe sehr gut gespielt hier auch. Besser geputtet als in der letzten Zeit und ja, hier stehe ich als Sieger. Die Kristalltrophy sowie das Preisgeld von 45.000 Euro gehen an Gordon Manson. Und erstmals in der Geschichte der Swiss Seniors Open kommt der Sieger aus Österreich.